Ein idyllischer Bachlauf, Moos auf Bäumen. Der Wald bei Driedorf im Lahn-Dill-Kreis, ein Märchenwald. Fast unzugänglich. Hier findet Michael Weiß unter einer Baumwurzel 4 Kisten randvoll mit scharfen Handgranaten samt Zünder, 2 Pistolen, Munition und hochexplosiven Sprengkörpern. Jetzt im Nachhinein, wo das alles so ein bisschen rauskommt, was da drin gewesen sind, Handgranaten. Ich habe gesagt, oh Gott, Handgranaten, das ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn die jetzt schon länger da liegen und ist vielleicht oben das verrostet, hebst die Kiste an und dann macht's klack. Da hast du noch ein paar Sekunden. Der Fundort im Wald bei Driedorf liegt 1,5 Kilometer vom Ort entfernt. Von der Straße aus führt kein Weg in den Wald. Wer immer die schwer bepackten Kisten im Wald versteckt hat, muss sie über 200 Meter dorthin geschleppt haben. Mitten im Wald vergraben unter einem Baum. Nur weil der Baum im Sturm umgefallen ist, findet Michael Weiß die Kisten unter der Wurzel. Die lagen ja nicht sehr tief, waren mit Laub bedeckt so etwas. Und da habe ich die Kiste angehoben, meinen Sohn herbeigeholt und dann haben wir die da hingestellt. Mach mal auf, wollen mal reingucken. Und da sahen wir noch, dass noch 3 Stück unten etwas tiefer gelegen haben. Eigentlich wollte er nur Brennholz im Wald machen. Dass er durch Zufall ein Waffendepot findet, erkennt Michael Weiß sofort, als die Kiste auf ist. Und dann sahen wir da halt so Teile, die ja wie Sprengkabel, Sprengschnüre und möglicherweise Waffenteile, das konnte man jetzt nicht zuordnen. Zwar werden öfter illegale Waffendepots bei Sammlern gefunden, aber auch für die Polizei ist dieser Fund und die Menge der Waffen etwas Außergewöhnliches und gibt Rätsel auf. Jetzt konzentrieren wir uns zunächst einmal darauf, was das Landeskriminalamt als Expertise rausgibt. Das heißt, wo kommen die Waffen her, wo kommt die Munition her, wo kommt der Sprengstoff her, wer ist Hersteller? Können wir über die Lieferungskette zurückverfolgen, wann es hergestellt wurde und wo es hingeliefert wurde? All das müssen wir abwarten und erst dann können wir die ersten Hypothesen aufstellen, was tatsächlich Hintergrund und Tatmotiv derjenigen war, die dort diese Waffen und die Sprengmittel dort versteckt haben. Ein Teil der Handgranaten wurde kontrolliert im Wald gesprengt. Der Transport war zu gefährlich. Die Waffen sind jetzt beim LKA. Wir dürfen sie aus Ermittlungsgründen nicht zeigen. Vielleicht hat Michael Weiß einen Terroranschlag verhindert. Auf jeden Fall ist es gut, dass er direkt die Polizei verständigt hat. Das war ein Beitrag aus dem Maintower Kriminalreport. Fragen bitte in die Kommentare, Hinweise direkt an die Polizei. Alle anderen aktuellen Fälle seht ihr hier. Die anderen Sendungen, die gibt es hier. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann gerne